Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ne, von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ich habe, glaube ich, meinen Fehler gefunden an der Stelle. Wir müssen jetzt nur... warte mal, die Wache hier wieder loswerden. Ich glaube, mein Fehler lag daran, er hatte gesagt, er will seine Hand da nicht unterhalten, ne? Was ich auch verstehen kann auf die eine Art und Weise. Wir müssen einfach den Kopf vorher wieder rausnehmen, dass da keine Lava fließt. Und dann kriegen wir den ganzen Kram. Und ich glaube auch, irgendwas war den Wachen. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass ich hier recht habe. So. Jetzt schnell rüber zum Lavaraum. Man kann das Ding, glaube ich, wieder rausziehen, was wir da reingestopft haben beim letzten Mal. Und dann fließt es ja natürlich nicht. Und wenn es nicht fließt, können wir auch keine... Ich wusste es. Oh, mein Fehler. Alles, vergesst es. Ne? So, und jetzt machen wir... Aha. So. Und damit haben wir Aha-Lava. Mr. Aha-Lava. Mr. Aha-Lava. So, nochmal drin da. Und wir müssen jetzt zur Maschine, ne? Dazu müssen wir hier nach oben. Muss ich erstmal noch ein bisschen sortieren und, ne? Guck mal, da waren wieder Fragezeichen. Ich glaube, der kommt nicht hinter. Pass mal, ich werde mal mit den Soldaten kämpfen. Wir müssen sowieso zum Maschinenraum. Dann nehmen wir uns hier den Soldaten gleich vor. Komm. Komm. Halt! We don't like people who get in our way. Especially not the likes of you, Herr Jones. Okay. Another Nazi stooge. Ach, dieses Knattern. Ja. See how big a goon wir schauen really uns mal einen Kampf an. Enough talk! Oh. Ich glaube, ich musste die Tastatur nehmen. Ich mach einfach einen Uppercut. Looks like he's got some rations. Ach, die Wurst erinnert mich an was. It's a sausage. Pass auf, warte mal, geht das? I don't think that'll work. Nee, geht das? It worked. Genau. Ah, da war was, da war was, da war was. Der ist wo? Ah, wir gehen erstmal Maschinenraum. Wir müssen, glaube ich, in den Krabbenraum. Da war was, genau. Den Hinweis werden wir dann später bekommen, aber bevor wir jetzt noch mal ein drittes Mal laufen. So, wir machen jetzt den lavagefüllten Becher hier in den Trichter, packen das hier alles rein. Dann müsste theoretisch die Maschine laufen und wir bekommen hier etwas Krams. Jetzt haben wir einige Perlen, das ist super. Mal gucken, wie viel wir haben. 5 oder 10? Oder noch mehr? Auf alle Fälle glitzt und blinkert das jetzt hier. Völlig unauffällig. Well, well, orichalcum beads. So, wie viel haben wir jetzt? 3. I've got a lot of beads. Ach, a lot of. Okay, also mehr als 3. So, dann gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt also gut bestückt. Jetzt könnten wir den Fisch damit auch... oh, warte mal. Raum. Oh. Da war wieder ein Fragezeichen. So, da müssen wir hier in den Krabbenraum. So, wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier... Ich glaube, dafür gibt es auch Punkte, die sogenannten IQ-Punkte, die wir da gesehen hatten, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ne? Da gab es IQ-Punkte für. So, ich glaube... I hope this catches crabs. So, einmal raus.
Und ich glaube, wir... schnell rein. Nee. There's a baited rib cage in Crab Central. Oh. There's a crab stuck in the rib cage. Okay. So, jetzt haben wir eine Krabbe. Da. There's a feisty crab in there. Okay. Was wollen wir da machen, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, die war wichtig. So, wir noch mal rein. Und nochmal wieder raus. Ist die Wache weg? Nein, dann nochmal rein und wieder raus. Ist die Wache weg? Jawohl. Und jetzt gehen wir zu den großen Doppeltüren. Und da war ja dieses Fischmaul. Da packen wir ein bisschen Urikalkum hin. Und dann sollte das Tor aufgehen. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. War klar, dass er hierher kommt, ne? Okay. Nein, nee, der kommt zurück, der kommt zurück. Also sein Laufmuster... Ah, sein Laufmuster ist seltsam. Geh da hoch. Gut. So, wir benutzen mal jetzt das da im Fischmaul. Ja, ja. Uh-oh, that didn't work very well. Ach. Da ist irgendwas. Seems to be blocking the doors. Ach so, das Wasser. Moment, Hey, it's getting hot. Ein Klumpen, okay. Jetzt haben wir das Wasser weg und jetzt dürfte das die Masse hier nicht mehr sein, ne? I don't need a worthless heap of slag. Oh, schade. Okay, dann wir haben immer noch 3 Perlen. Super. Ich hoffe, das funktioniert noch. Plupp. So, wir sind im inneren Heiligtum. Ich glaube, hier ist na. Da, da. Once it was a priceless artifact. Now it's a pile of junk. Tja, das warst du, Jones. Nur du allein. Du, was ist das hier? Some kind of machine part. Okay. Können wir uns die angucken, die zerquetschte Wache, ja, ne? Not much left of him. I can't move it. Okay, Sophia, hey, hier bin ich. Sophia? What? I just crawled through a mile of mud for you. It was a picnic compared to life in this cell. Tja, was soll ich dazu sagen? Are you all right? I'll feel a lot better once you open this cell. Ja doch, Did you miss me? Put it this way, even your company beats this cell. Na ja, dann öffne Käfig. Komm. Are you sure this is safe? Komm jetzt einfach. Beeil dich. Hurry up. And let you drop this bronze door on me? Also, brace the door with a rock. I don't have a rock. Haben wir irgendwas zum Abstützen hierbei? Nee, ne? Nee, also nochmal. Die da, also die Frau, ja, die ist echt schlimm. What makes you think this is safer now? Get a move on and find out. I need a moment to think. Just trust me. Not if you're going to yell. I don't think that'll work. It'll never fit between the bars. Hm.
I don't think that'll work. Gib das Sophia. I don't think that'll help me. Och, die knattert was zusammen. Das ist manchmal ein bisschen schlimm hier mit der Emulation. Ah, ist egal. So, Wie können wir sie dazu... Kriegen wir sie überredet? Ich weiß es gar nicht. Was ist jetzt die Frage? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht's hier auch gar nicht weiter. Stimmt, da war irgendwas. Wir müssen ja irgendwas haben, um runterzustopfen oder so. Oder uns muss jemand helfen. Hier gibt's bloß die Statue. Sie braucht irgendwas, was sie runterstellen kann. Ein Stein oder so. Haben wir nicht. Okay, lassen wir es mal da. Don't you dare leave me here, you troglodyte. Ja, genau. Aber nicht durchkrabbeln wollen, ne? Ich halte das die ganze Zeit fest. Ich gehe jetzt hier durch den Kanal. Komm. Super. Oh. Ich glaube, das war's. It's a pile of bones. I don't need any old bones. Ich glaube, das war's. Kann ich... I'm not gonna get in there with that octopus. Genau, wenn ich jetzt nämlich das hier mache und der Oktopus was zu futtern kriegt. Okay. Can't board it from here. Jetzt können wir aber durch... Genau, jetzt können wir nämlich durch den Kanal. Ah, ich erinnere mich. Ich glaube, das war genau... Oh ja. I don't think that'll work. Whoa! This thing's got a motor. Warte mal, fahre zur Achse. Moment, war das hier? I don't think that'll work. It's closed. I don't think that'll work. Wo sind eigentlich... Habe ich die nicht mitgenommen wieder? Wo sind die Steinscheiben? Hä? Jetzt mal im Ernst, wo sind die Steinscheiben? Wo sind die Steinscheiben? Och nö. Ja. Tschüss. Run, you coward. Wo hab ich denn die Dings vergessen? Sind die noch oben? So, irgendwo kommen wir schon raus hier, ne? Jetzt bin ich ganz stark verwirrt. Wo sind die Scheiben hin? Ich dachte, ich hätte die Scheiben mitgenommen. Lassen. Okay. Ich dachte, aber nur gut, ich habe sie dann doch liegen lassen. Verdammig aber auch. Aber echt verdammig. Ähm.
So, dann müssen wir erstmal wieder den ganzen Weg laufen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das alles jetzt ein bisschen mehr ergründen muss, als das, was noch so halb in meinem Kopf rumschwirrt, ne? Dass das ganz schön aufwendig wird. Also auch vom Zeitaufwand, ne? Und damit dann natürlich auch die Spielstunden von dem Spiel jetzt nicht, also meines Erachtens ist es nicht künstlich. Wobei eben halt dieses Labyrinth, man hätte es anders machen können. Wenn man sich dann immer fragt, Mensch, haben die wirklich so ein Labyrinth mal gebaut, ja? Achso, ich konnte ja hier durch, ich glaube, das war die Abkürzung hier nach unten. Warum haben die so ein Labyrinth gebaut, ne? Um sich das Leben schwer zu machen, so in dem Dreh. Ich glaube es halt nicht. So, Bam, bam. So, jetzt gucken wir mal. Ah, guck mal, jetzt geht er sogar durch, ne? Nur mal so. So, ab runter in den Kanal und ab aufs Floß, denn ich glaube, wir brauchen nämlich die Scheiben, um darauf zu kommen. Ich dachte erst, das hier, ne, dieses Teil, aber ich glaube, das sind die Scheiben. It's closed. Ah, warte mal, benutze. It doesn't quite fit. Okay, dann nicht. Dann ist es die hier. It doesn't quite fit. Okay, dann nicht. Dann ist es die hier. Sind die Köpfe hier irgendwas? Warte mal, ich fahr mal. Ne, sind nix. So, da wird. It's a stone disc with lunar images carved into it. Du solltest es ja auch nicht benutzen, sondern so. Es wird also nur kurz draufgesteckt. Okay, damit können wir die nämlich aufmachen. Eieiei, fahre zu zerstörter Eingang. Das ist nicht gut. I'll never get through here. Aber mit ein bisschen Dynamit, ja. Aber wenn man bedenkt, wie fortschrittlich eigentlich die Atlantianer waren, ne? Und dann hier diese Steinkonstruktion und dann dieser Aufwand. Es kann ja nur irgendwas mit Dings erklärt werden. Warte mal, ich mach mal erstmal hier den Weg links und rechts offen. Vielleicht ist noch irgendwas in den einzelnen Räumen. Muss ja einen Grund haben, warum man links und rechts fahren kann. Sicherlich, weil es ein Kreis und ein Ring ist, ne? Aber trotzdem. It doesn't quite fit. Was? It doesn't quite fit. Dann müssten wir hier am Anfang sein, richtig? Was ist das für ein Raum? Interessant. It doesn't quite fit. It's a strange carving. Warum sind hier so viele Knochen? Das gefällt mir nicht. So, hier sind wir gestartet. Ich guck mal hier sicherheitshalber rein. Maybe they're animal bones. Vielleicht. No animal I know about has bones like these. Vielleicht ist es ja der Oktopus. Hat er überhaupt Knochen? Ich glaube nicht, ne?
Der hat Knorpel, das war's, glaube ich. So, was haben wir hier? Hier drüben haben wir auch nochmal einen Raum, ne? Ich gucke mir erstmal den hier an, wo wir hier hinkommen. Aha, ein halbmondförmiges Zahnrad. Und ein Schrank. What's this? Ah, okay. Das werden wir. Ich male mir das mal auf. Upsala. Ach, Stift. Der, ne, der springt immer gerne weg. Dittel. Halbmond. Arm so. Das geht nämlich um den Arm. So. So, mal gucken, ob wir da noch andere Teile brauchen. Das halbmondförmige Teil haben wir, das haben wir. Nicht, dass wir noch das Bronzerad wieder brauchen. Ich befürchte ja fast, ja, halt. Nein. Ich glaube, wir brauchen Bronzerad noch. Eieiei. Die ganze Fahrt nochmal machen. Aber gucken wir mal. Ich glaube, das ist in dem Nebenraum. Wo haben wir das Bronzerad drinne? Das haben wir in der großen Maschine reingesteckt, ne? Als wir, ich hätte es mal mitnehmen sollen. Oh. Gut, sollte das jetzt wirklich benötigt werden, dann mache ich da kurz, ne, zwischen den Folgen mache ich dann eine Rettungsaktion von dem Bronzerad und dann sieht man sich dann an der Stelle wieder. Wir gucken mal. So, wir haben hier eine Kette und eine Brustplatte. I can't see anything from down here. Kannst du das öffnen? I can't reach it. Okay, dann. Ein Glück haben wir die Leiter, wa? Oh. Ich wusste es. Ich wusste, es fehlt ein Zahnrad. Verdammt. Okay, pass auf. Dann machen wir an der Stelle hier ein Folgenpäuschen. Und wir sehen uns just in diesem Raum dann mit Zahnrad zusätzlich. Ne? Deswegen an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.